So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bioshock Infinite. So, wir werden jetzt den Zeppelin zum Absturz bringen. Umgeschaut habe ich mich schon. Und ja, gehen wir es einfach mal an, würde ich sagen. Und der Pepsi kommt online. Verbreitet von mir. So, gehe zur Fabrik. Okay, und jetzt runter vom Ding, okay. Da einfach. Obe. Okay. Irgendwas ist da jetzt gestanden. Gehe zurück zu, ich habe keine Ahnung was. Das ganze Teil stürzt jetzt ab. Können wir das da betrachten irgendwie? Okay, okay. So, das Teil ist jetzt einmal weg. Das ist schon einmal gut. Ist halt nur die Frage. Wohin wir müssen. Okay, er zeigt mir jetzt einmal da runter. Ja. Bejubelt mich. Achso, jetzt ist da das Ding offen. Okay, okay. So, zu dir komme ich gleich, Fink. Könnte vielleicht jetzt sogar schon ein Bosskampf werden. Ich gegen Fink. Wo das Teil abgeschützt ist, weiß ich nicht. Holen wir uns ihre Köpfe. Na dann, viel Spaß. Okay. Na dann gehen wir einfach mal eine, würde ich sagen. Jupp, Bereich verlassen, bitte. Und bis jetzt nur einmal gestorben, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß aber nicht mehr in welchem Part. So. Leck mich am Arsch. Danke. Immer wieder willkommen, die Muni. So, stürmen. Alles cool? Was bist du, Herrst? Gott sei Dank haben wir immer keine Nahrung gekauft, oder? Jetzt kann man uns nämlich das Geld natürlich sparen, das ist eh vollkommen klar. So, da müssen wir durch, okay? Können wir da auch durchgehen? Ja. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Alles mitnehmen, was da rum und um liegt. Das schaut mir nach Endboss aus. So, ein Hemd. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salze fallen, wenn sie sterben. Das nehmen wir nur mit, das tun wir nicht anlegen. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Wo? Ah ja. Jetzt haben wir schon 20 von den guten Teilen. Sehr gut. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Und ja, gut. Rein. Und push the button. Wir werden gleich wieder angerufen wahrscheinlich, weil da das Telefon ist. So, kurze Unterhaltung wahrscheinlich wieder. Oder auch nicht. Musik ist schön. Wie es produziert wird, wie es ausgeschickt wird. Unglaublich. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin. Mr. Lin, mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen.
Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Nein, ich will nicht rangehen. Geh du mal ran. Geh du ran. Geh du ran. Hallo. Na dann nicht. So, hallo? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ja, das war ja eh klar. So, geht sie auf mich los? Tatsächlich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die vorher auch schon umgebracht, alle. Töte keinen Verbündeten und gehen selber auf mich los, Alter. Versteht's das? So, gehe zur Fabrik und fordere das Luftschiff First Lady zurück. Ja, mach mal. Ich hätte mir gedacht, dass ich Fink eine in die Goschen hauen muss. Danke. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich Fitzroy auch noch eine in die Goschen hauen. So, mal ein Voxophon anhören. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und viel Spaß. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Geh, leck mich doch. Jetzt kriege ich eine neue Kraft und das Voxophon rennt. Na gut, dann hören wir es uns später nochmal an. Die sozusagen das Beste aus zwei Welten. Was ist das, Orges? Der Putzel. Ja, Fink, halt die Goschen. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Das ist sehr schön. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. So, Lockpicks, Alter, habe ich jetzt da en masse. So, hören wir uns nochmal an. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Okay, das sind diese Automaten, die da produziert werden. Da kann man nicht durchgehen. Und da steht noch einer, okay. Na, schauen wir mal, was die verkaufen. Hoffentlich was Gescheiteres. So, Präzisionsgewehr, Maschinengewehr, Pistole. Keine Ahnung. Weniger Rückstoß. Verringert den Rückstoß des Karabiners um 68%. Und ist gekauft. Vielen Dank. Endlich mal was wieder für den Karabiner da. So, Revolver. Präzisionsgewehr, Maschinengewehr, Pistole, Präzisionsgewehr. Schrotflinte, Salvengeschütz, Maschinengewehr und Pistole. Okay. Ja, wenigstens haben wir den Rückstoß da gekriegt. Endlich mal was Gescheites. Was hast du da für mich? Ah, beherrschen hätte ich gerne, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon vollkommen aufgewertet. Was ist denn das zweite? Glaube ich das. Lässt Blitzschlag von einem Gegner zum nächsten springen. Ist gekauft. So, was haben wir da? Das braucht man nicht. Kräne braucht man auch nicht. So. Was hast du für mich? Gesundheit und den ganzen Scheißdreck. Ja, das passt. Mit R1? Okay, gut. Mit R1. Gut. Na Gott sei Dank sind wir da nochmal reingegangen. So, und da nach hinten. Okay. Haben wir alles mit? Ich glaube schon. Geld haben wir da noch liegen. Oh mein Gott, deswegen. Augen auf. Ganz, ganz viel noch. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas. Danke. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas. So, mach mal auf, Mädchen. Kein Problem. Geschafft. Danke. Mein Gott.
Alice Madness Returns. Das erinnert mich ein bisschen daran. Da oben steht er. Der Wichser. Da steht er. Na, warte nur. Entweder ist das Fink oder die andere da. Rocker! Ja? Nein! Aufhören! Nein! Ach, sie bringt ihn um. Die Fitzroy bringt ihn um. Alter. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Was? Ich bin doch kein Hochstapler. Ich bin wirklich Bunker DeWitt. Mein Gott. Ah, ich renne. Okay, Moment. Kann ich da auch runtergehen? Ja, kann ich. Okay, passt. So. Wir erweitern das Territorium hier, damit ich da besser kämpfen kann. Zack, mach das mal auf. Vielleicht kämpft das ja für mich. Ich habe keine Ahnung. So, ich glaube, den habe ich. Ja. Der ist down. Ja. Ich lasse eh die Augen offen. Keine Panik auf der Titanic. So, wo seid ihr jetzt da? Kommt raus aus eurem Verstecken. Was ist denn das? Oh. gut zu wissen, dass das da ist, falls man die Muni ausgeht. So, was bringt sich das, dass das jetzt da ist? So, du krepierst mal da oben. Ja, das kämpft für mich. Geil. Deine Tesla-Spule. Willkommen bei Command & Conquer. Die Sowjetunion. Die Tesla-Spule präsentiere ich. Auch hier im Bioshock Infinite. So, komm runter da. Soll runterkommen. Alter, wo seid ihr hier? Da ist einer. Alles cool. Okay, passt. Hey, da ist eine Infusion drin und da möchte ich auch rein. So, was ist jetzt mit dem? Ah, da oben steht auch einer. Voll in den Kopf. Links von... Alter. Danke dir. Ja, hab ich nicht. Das passt schon. Mein Schild ladet sich eh gerade auf. Da, Handyman. Nein. Wo ist der Typ? Nein, ich glaube, der ist direkt hinter mir. Weg. Na, da entlang ist, glaube ich, scheiße. Weg. Lauf, Bunker. Lauf. Währenddessen nachladen. Fangmunition, danke. Na, rauchen du da schon nochmal, das ist schon mal gut. Weg, runter zur Tesla-Spule. Nachladen, alles cool. Jawohl, genau, das wollte ich. Zack, gleich drauf da. Scheiße, daneben. Lauf. Fang Salze, ja damit. Salze, hier. Bist deppert, was die aushalten. Ja, nicht normal. Weg, Bunker. Such mir Gesundheit, Mädchen. Das wäre cool jetzt. Ich will jetzt nicht sterben wegen einem geschissenen Handyman da. Na! Einen Schuss habe ich noch. Der muss sitzen. Zack. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gesundheit und Salze vollständig aufgefüllt. Okay, passt.
So, dafür haben wir keine Muni mehr. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich schläg dich um. Kommt jetzt noch einer? Ich hoffe nicht. Darauf wieder. Okay. Niemand entkommt. Wo steht er? Achso. Wie komme ich denn da rein? Ich hätte gern die Infusion, die da drinnen ist. Nicht auf dich. Entschuldigung. Ah, da oben steht er. So, ich glaube, das war's, oder? Ah, hört sich schlimm an, ha? Huh? Okay. So. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich hätte gern die Infusion. Ah, sie macht das auf, oder was? Wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein. Ja, aber wie? Hamburger, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Ah, okay. Na dann, rauf mit dir, Mädchen. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man gestorben. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Kommt noch was von dir? Scheint nicht so. Auf jeden Fall gut gemacht, Mädchen. Sehr gut gemacht. So, tröste Elisabeth. Na dann, geht schon, Booker. Elisabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. So, und wo ist jetzt da mein Ding? Da ist es. Ich hab's gefunden. Infusion. So, Salze. Auf jeden Fall jetzt da. Da ich jetzt wieder weiß, wie ich das verwenden kann. Oder besser gesagt, ausrüsten kann. Lang habe ich gebraucht. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der First Lady. Und mit der fliegen wir anscheinend jetzt weg. Nehme ich mal stark an. Gesundheit ist voll. Anklopfen. Okay, das machen wir gleich. Ich schaue mich trotzdem nochmal hier um. Auch wenn nichts blinkt hier. Eine Taschenlampe, okay. Passt, okay. Klopfen wir an. Hör zu, ich denke, du solltest mit mir reden. Okay, sie will anscheinend nicht. Wir klopfen nochmal an. Ich kenne das. Okay, nochmal anklopfen kann ich nicht. Ah, er kennt das. So, wir setzen Kurs Richtung New York oder Paris. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York? Oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. So, Kurs ändern? Was, warum Kurs ändern jetzt auf einmal? Okay, Kurs ändern, bitte.
wie das Ding aussieht. Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Meine Fresse. Jetzt kommt der Scheißvogel auch noch daher. Na, jetzt muss ich gegen den auch noch kämpfen. Ich hoffentlich kann sie ihn zähmen oder irgend sowas. Das wäre geil, dann brauche ich nicht gegen ihn kämpfen. Oder ich kann ihn einsetzen zum Kampf. Das wäre ja geil, oder? Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein. Okay. Doch. Nein. Doch, versuch's noch. Okay. Warte sehr. Okay, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das Heer. Nein, das ist es. Okay, bestimmt. Schnell. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Bukka, schnell. Ja, ja. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Gut. Ja. Nein, das ist es nicht. Nein. Aufhören! Doch. Nein. Doch. Nein. Pass doch auf. Hört gut. Auf, ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Ja, danke für die Karte. Nimm's halt mal. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Ja, wenigstens das noch da. Komm, spiel eine Runde. Kannst du spielen? Na, nur verschieben, okay. So, Songbird heißt er also. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Da waren wir ja am Anfang, oder? Hat sich alles ziemlich verändert hier. Wo wollen diese Leute hin? Dort, wo es keine Vox Populi gibt. Spring schon! Es geht nicht! Schaff das nicht! Tut mir leid! Okay. Ich liebe dich, aber ich kann's nicht! Tut mir leid! Sie müssen ihre Haare zurücklassen, sonst... Da wird immer so viel geredet, dass ich nicht mal weiß, wann ich reden soll jetzt da. So, das nehmen wir mal alles mit natürlich. Das ist auch unnötig. Ich würde gerne meinen Karabiner nochmal aufwerten. Mehr Schaden zum Beispiel. Das wäre geil. Vielleicht kommt das ja noch. So. Haben wir auch noch zwei Kisten. Essen und ein bisschen Geld. Was haben wir hier? Okay. Danke. So, noch ein paar Silver Eagles. Ja, wir brauchen jetzt eh wieder Geld. Falls wirklich nochmal was kommt zum Aufwerten, brauchen wir das. So, da willst du das mal lang gehen. Wir schauen trotzdem ganz kurz da rein. Ah, schaut's mal. So. Erhöht den Schaden des Karabiners um 25%. Als hätte ich's verschrien, wirklich. Karabiner. Der Schaden wird auch nochmal erhöht. Wo ist denn der Karabiner? Da. Das ist die Präzisionsgewehr, Maschine. Batz, batz. Was haben wir da? Präzision. Nochmal Präzision. Achso, gut, ich gehe ja das schon zum dritten Mal jetzt durch. Okay, so. Komm schon raus! Oh, geil! So, da unten haben wir irgendwann einen Riss gehabt. Kann man nur eine Deckung machen. Ah, hier. Den da. Den brauchen wir. Medikits brauchen wir nicht. Alle Schweine verdienen den Tod. Wo bist denn du, hä? Gott sei Dank haltet ihr nichts aus. Wirklich, Gott sei Dank haltet ihr nichts aus. Gott sei Dank seid ihr alle scheiße im Kämpfen. Wirklich. Geht schon, mach das nochmal auf. Als Feuerunterstützung war das gar nicht mal so schlecht. Ist das ein Zivilist? Nein.
Alles cool? Hahaha, geil, dass ich das nochmal niederleben darf. So, mach mal das auf. Ich brauche Medizin, bitte. Sag mal, oh, nichts, okay. Ich hab Munition! Dankeschön. So, war's das? Komm, bring dich um. Ich schau doch immer so gerne zu. Ist das schön? Putzum, der Kopf ist weg. So, was haben wir hier? Eine Wasserlacke. Fertig. Und was bringt sich die jetzt? Vielleicht zur Ablenkung. Ja, das hätte vielleicht funktionieren können. Wurscht. Geld? Mal rüber auf die andere Seite da. Da liegt nämlich noch ein Lockpick. Genau. Aber Geld war ja auch noch da, oder? Nein. Okay. Somit passt das. Salze nehmen wir natürlich auch wieder mit. Ich glaube, das war's hier. Ja, was sich das gebracht hat, das hätte mich jetzt schon interessiert. So, gehen wir durch, würde ich sagen, oder? Müssen wir hier durch, ja. Na dann mach mal auf. Elizabeth. Na klar. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. So, wir drücken allerdings hier auf Pause und beenden hier den Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.